Servus Leute und herzlich willkommen bei Kemi Bras. Heute gibt es wieder eine coole Folge bei uns. Und zwar fahren wir heute ein ganz besonderes Auto und zwar wird es heute ein Honda E. Ja, übelst nice, wir haben heute eine Probefahrt im Prinzip klar gemacht mit dem neuen Honda E. Ich persönlich finde den übelst nice, weil der vom Style her mehr so Retro-Look ist. Aber trotzdem, servus, aber trotzdem sowas Futuristisches einfach. Das sieht man schon an diesen Scheinwerfern im Prinzip. Dieses Runde, so wie es früher war, bei Golf 2 sowas in dem Dreh, finde ich übelst geil. Alles komplett Hightech mit LED und so. Hab mal vorhin gesehen, wo ich aufs Auto zugelaufen bin. Dann erkennt es selber, damit ich in der Nähe bin. Und macht im Prinzip diese LED-Streifen einmal rundum um die Scheinwerfer, sieht übelst geil aus. Und genauso wie es vorne die geilen Scheinwerfer hat, hat es genau hinten die gleichen im Prinzip, bloß halt als Rücklicht, sage ich jetzt mal. Und Innenraum, sag mal, auch noch, ist halt übelst Hightech alles, ja. So, jetzt können wir einfach mal ums Auto rumgehen. Das machen wir einfach mal kurz an, dann müssen die Scheinwerfer wieder angehen. Ja, auch geil gewesen mit dem Blinkerkreis jetzt gerade. Ist alles in den Scheinwerfern hier, alles vorne mit drin. Aber mit dieser schwarzen Blende sieht übelst nice aus. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal kurz rundum. Übelstes Highlight, was auch übelst nice ist, wenn du drinnen sitzt, sind im Prinzip die Seitenspiegel. Die gibt es ja nicht mehr, das ist alles über Kameras. Übelst geil und man gewöhnt sich übelst schnell dran, damit klar zu kommen. Und das Coole ist, du hast halt immer ein scharfes Bild. Du musst dir gucken, damit dein Seitenspiegel sauber ist im Prinzip im normalen Auto. Weil du hast innen drin die Displays, draußen die Kameras und die haben sogar Nachtsichtmodus. Also nachts kannst du damit auch übelst geil fahren. Also ich bin voll begeistert von der Karre. Dann sieht man hier noch Türgriffe. Wenn ich das aufmache, die Karre, springen die automatisch raus. Dann sehen die, ich bin am Start. Und dann kann ich hier einfach ganz normal öffnen, ja. Übelst cool. Hinten sind die Türgriffe versteckt, so wie ihr es mittlerweile schon von ein paar Autos kennt. Einfach hier hinten. Arm, Tür auf, fertig, ja. Das ist das Teil. Was können wir noch? Form an sich übelst geil, einfach von der Karre. Feier ist voll. Und jetzt sieht man hier hinten zum Beispiel, wenn ihr einmal mit rumkommt, die Rückleuchten ist im Prinzip das gleiche oder ähnlich wie vorn. Bloß wenn du halt jetzt hier einen roten LED-Ring hast. Übelst geil, auch mit der Blende sieht im Prinzip aus, hinten genauso wie vorne. Können wir mal Kofferraum aufmachen. Hier ist auch so ein Druckknopf einfach zum Öffnen. Ladekabel sind mit am Start. Kofferraum ist jetzt nicht übermäßig groß. Aber für die Klasse oder Kategorie an Auto ist, glaube ich, normale Größe einfach. Ja, also kommst du gut mit klar. Oder passen auch zwei Kisten Bier rein. Ja, okay, jetzt sind wir ja eigentlich schon im Innenraum vom Auto. Hier im Hintergrund sieht man schon im Prinzip meinen Seitenspiegel. Das ist links wie rechts gleich. Übelst cool, auch so. Lenkrad, übelst schöne Verarbeitung, schön neuwertig. Was ich übelst schön finde, ist auch hier vorne das ganze Armaturenbrett. Alles eine schöne Holzoptik, sieht auch nicht billig aus, sieht echt stimmig aus, genauso wie die Gurte. Jetzt habe ich auch gleich gesehen, diesen braun, also passt perfekt zu dem ganzen Style. Finde ich cool, finde ich auch wichtig für so ein relativ teures Auto. Und ja, sonst tust du eigentlich alles über Display starten. Den Schlüssel brauchst du gar nicht mehr, den kannst du einfach irgendwo ablegen. Ja, und dann drücke ich hier einfach auf den Powerknopf. Dann sieht man hier im Prinzip den ganzen Display, den man hat. Also das ist wirklich dieser große von hier aus. Bam. Ein großer Display. Und das Coole ist halt, diese Seite kann man für Beifahrer nehmen. Die ist für Fahrer. Man kann die Bildschirme sogar switchen. Also ich kann jetzt hier Navi drauf laufen lassen. Hier läuft jetzt Navi. Und hier drüben lässt es einfach Radio laufen. Und dann kann man seine Route und alles einstellen. Und wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich möchte jetzt das Ganze switchen, drücke ich hier oben auf den Knopf. Ändert es einfach die Bildschirme und dann kann im Prinzip der Beifahrer alles steuern. Entweder Navi oder je nachdem im Prinzip Radio. Finde ich mega nice. Du kannst auch viel mit deinem Handy verbinden, alles. Mega cool. Ansonsten hast du halt noch hier dein Tacho einfach, wo es deinen Ladestand alles anzeigt. Gibt es nicht viel zu sagen. Und ja, sonst ist eh alles automatisiert mit Licht, Scheibenwischer. Man hat sogar einen elektrischen Rückspiegel. Das Coole ist, bei der Variante, es gibt verschiedene Varianten mit 16, 17 Zoll,
Hier haben wir noch ein schönes Panoramadach, also auch gerade so ein kleines Auto, mega schön, mit auch ein bisschen Licht hier mit reinkommt. Und ja, Türgriffe schön schwarz glanz lackiert, finde ich voll cool sowas. Sitzheizung, haben wir das? Mhm. Jo, Sitzheizung haben wir noch, Lenkradheizung. Ich glaube sogar für die hinteren Beifahrer im Prinzip gibt es auch noch Heizung. Also wirklich komplettes Programm. Und der Hintergrund ist halt davon, damit es diese Zusatzaccessoires gibt, gerade von Heizungen und Radio und was alles Mögliche gibt, denkt man sich ja, okay, warum gibt es überhaupt so viele Verbraucher? Du willst ja eigentlich Strom sparen mit der Karre. Und der Hintergrund ist davon, das hat mir vorhin der Honda-Händler erklärt, damit im Prinzip der Fahrer oder die alle mitfahren, schnell auf ihr Sitzheizung oder Lenkradheizung im Prinzip drauf zugreifen. Und dann wird es schnell warm für den Fahrer, weil du sofort Strom da hast, wird sofort heiß alles. Und wenn du dann relativ schnell im Prinzip das ausschalten kannst und dann keine zusätzliche Wärme mehr brauchst und dadurch effizienter dann im Prinzip Strom sparst, als wenn du halt auf der ganzen Route im Prinzip Heizung anhast, ja. Meistens reicht ja, wenn du einmal irgendwas warm machst und dann passt es für dich von der Temperatur her, ja. Genau. Jetzt werde ich euch noch ein paar Szenen einfach vom Auto zeigen, Innenraum, Außenraum. Jetzt werde ich euch noch ein paar Szenen zeigen vom Innenraum und von außen von dem Auto. Und jo, dann fahren wir noch kurz ein paar Runden. Und dann war es das eigentlich schon wieder, ja. Also, viel Spaß bei der kleinen View. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Autofahren. Button. Drück nochmal den Power-Button. Ah, das war falsch. Also einmal den Power-Button. Dann haben wir hier unten im Prinzip das ganze Panel. Kann ich euch kurz zeigen. Wo hier alles eingestellt wird. Genau, Handbremse habe ich hier mit rausgemacht. Und hier ist noch ein Parking-Modus. Da geht es auf D für Drive. Das ist ähnlich wie Automatik. Und da hat man hier diesen Fuß-Dings. Diesen Fußbutton, der ist dafür da, wenn du bremst im Prinzip, dann merkst du eine ganz starke Verzögerung. Und die du dann im Prinzip dein Akku wieder aufladen. Macht er im normalen Modus auch, aber mit diesem Modus, der bremst echt relativ krass ab. Aber du gewinnst irgendwann dran. Der Verkäufer hat gesagt, du musst so gut wie nie bremsen, weil wenn du von 100 runtergehst, im Prinzip bist du relativ schnell auf 50 km/h. Du hast keinen Bremsenverschleiß, bist schneller 50 km/h. Und jo, du musst bloß mit deinem Gaspedal spielen, ja. Gut, dann machen wir das Ding wieder rein. Und jetzt habe ich auch das Fußpedal im Prinzip, habe ich dann hier im Display wieder. Und jo, dann starten wir ganz normal und auf geht die Reise, würde ich sagen, ja. Ist halt übelst geil mit dem Display einfach. Da gewöhnt man sich mega schnell dran, das ist voll geil. Und jo, jetzt fahren wir hier vor. Jo, jetzt fahren wir einmal hier raus. Jetzt geben wir ein bisschen Latte. Also die Beschleunigung zwischen 30 und 70 km/h, die ist echt mega gut. Ey. Sonst ist es ja relativ ruhig im Auto, du hast jetzt kein krasses Zoom-Geräusch, so wie man es von manchen Elektroautos jetzt kennt. Aber es ist voll entspannt einfach. Ja. Wenn du gerade hier nur deine wichtigsten Sachen alle laufen hast, dann reicht es ja aus, hast ein bisschen Radio, fertig. Ja. Also voll geil einfach. Also ich bin echt überzeugt von der Karre, war es davor auch nicht so der Elektro-Fan selbst. Aber ich finde das Design schon mal mega nice. Und ja, vom Fahrgefühl her eigentlich voll cool, ja. Einzig geringe Nachteil ist, du kommst halt nicht allzu weit mit so einem Akku. Der ist auch so durchschnittlich
Auf jeden Fall 180 Kilometer, ja. Das klingt jetzt nicht so krass viel, aber eigentlich, wenn man sich sowas kauft, holt man sich das ja auch zum Sparen, sage ich jetzt mal. Und jo, wenn du echt halt Pendler bist und hast zwischen 20, 40, 50 Kilometer eine Strecke zur Arbeit, ist natürlich mega perfekt, weil eine Tankladung kostet, wie viel war es? 9 Euro. 9 Euro? Mhm. Echt? Ja. Eine Tankladung war ungefähr 9 Euro und ist aber zum Vollladen. Aber du kommst ja schon eine Woche. Eine Woche, wenn du einen Durchschnittskilometer, eine Strecke hast zur Arbeit von, was ich sag jetzt mal 30 Kilometern, kommst du ungefähr, was ich, eine Woche oder so hin. Du musst am Freitag das Ding dranhängen, kannst wieder eine Woche fahren. Das für 8, 9 Euro ist ja voll chillig, Alter. Also selbst Diesel ist zwar sparsam, aber an sowas kommt natürlich nichts ran. Ja. Ja, sonst Blinker, Scheibenwischer ist alles ganz normal. Wie gesagt, den Rückspiegel, den kann man noch elektrisch machen. Da habe ich bloß nicht rausgefunden, den Trick, wie das geht. Nee. Jo, sonst alles ganz normal, voll entspannt. Du hast auch voll den Platz hier drin. Ja, also so wie eine Golfgröße oder so innen drin. Ein paar wie Golf, ja. Und jo, ich finde gerade durch das hochwertige Lenkrad macht es eigentlich voll Spaß, hier drin zu fahren. Ja, also, es gibt ja ein schönes Gefühl, gerade von der Modernität einfach. Und mit den ganzen Displays ist voll krank, aber voll geil einfach. Ja. Wow, okay, krass. Oh, du lenkst dich, gell? Oh mein Gott, was war das? Oh mein Gott. Das war gerade voll der Schockmoment. Hast du voll gemerkt gerade, ja. Ja. Wie ich so gegengelenkt habe von alleine. Und dann blinkt das rote Ding da so auf und ich so, was passiert hier gerade? Ach sonst, wie findest du das? Warte mal, ich will noch gar nicht bewegen. Okay. Dann nicht geht? Bist du dumm. Cool.